Der Klassiker unter 7 Meter Fahrzeuglänge. Einzubetten im Heck, davor ein geräumiges Schwenkbad, vorne eine großzügige Sitzgruppe und darüber ein Hupe. Das ist der Knaus Life i650 MEG. Hier ein ganz spezielles Modell, was schon für unter 90.000 Euro zu haben ist. Herzlich willkommen bei CaraWorld. Wir sind zu Gast bei Thun Caravaning in Mülheim. Bevor es hineingeht, ein Blick zunächst auf die Tür. Hier ist die Premium-Tür verbaut, beziehungsweise die Bezeichnung ist Exklusivtür. Man sieht, dass die Coming-Home-Funktion hat, sprich hier eine Beleuchtung, die entweder automatisch angeht, wenn man die Tür öffnet, oder aber über die Zentralverriegelung schließt. Bei diesem Fahrzeug ist auch so, dass auch die Stauraumklappen mit über die Zentralverriegelung geschaltet sind. Werfen wir nun einen Blick ins Fahrzeug hinein. Eine großzügige Sitzgruppe in der Front. Dann die Küche auf der Campingseite und hinten Einzelbetten und das Kompaktbad. Sonderausstattung vorne sind die Agouti-Sitze mit integrierten Gurten, die einen sehr komfortablen Fahrkomfort haben. Und die Armlehnenfunktion ist auch anders als bei den Fiat-Sitzen. Einfach hier kurz drin ziehen und in jeder Position befestigen bzw. fixieren. Der Tisch ist an der Seite angeschlagen, was einen großen Vorteil hat, dass er eine sehr große Fläche hat, die sich dann auch noch deutlich vergrößern lässt. So kann man hier wirklich sehr gut speisen. Die Polster sind immer Knaus-typisch, komplett ohne irgendwelchen Kunstleder, trotzdem sehr langlebiger Stoff. Und hier drunter verbirgt sich der Fernseher, noch original verpackt, den man hier mit einem Druck auf diesem Element bequem ausfahren lassen kann. Werfen wir noch einen Blick in die Schränke vorne in der Sitzgruppe. Da haben wir hier entsprechend den Stauraum und selbstverständlich Softclos und überall auch die Anlageböden mit Rüttelkante. So, die Exklusivtür einmal von innen betrachtet. Man sieht, man hat wirklich richtig viel Licht, was man da reinkriegt. Lässt sich natürlich abdunkeln. Und oben drüber haben wir die Bedieneinheit, unter anderem serienmäßig mit CP Plus Bedienteil. Ein Android-Ready lässt sich noch erweitern, dass man das Fahrzeug auch die Heizung übers Handy fernsteuern kann. Kommen wir jetzt nächstes zur Küche. Wir haben hier im Oberschrank zweimal die Möglichkeit, was zu stauen. Einmal mit Zwischenboden, einmal ohne. Und wie immer Softclose, Steckdosen und Lichtschalter, 2x220 Volt. Haben hier Beleuchtung noch an. Haben hier eine großzügige Arbeitsplatte, die man vor der Eingangstür noch erweitern kann. Ein Dreiflammkocher mit Piezozündung und eine tiefe Mulde für die Spüle. Schauen wir uns einmal die Schubfächer an. Dort mit dem Gasabsperrhähnen. Indirekte Beleuchtung von oben. Surfclose und das unterste als Klappe. Neben der Küche haben wir einen großen Automatikkühlschrank. Also Automatik heißt mit automatischer Energiewahl. Einen großen Gefrierfach, die Schutzfolie ist noch drauf und entsprechend Gemüsefach und hier noch die Einleger für die Flaschen. Ganz unten drunter noch ein weiteres Fach zum Stauen. Kommen wir hinten in den Schlafbereich. Hier haben wir zwei große Einzelbetten, wo sich die Schränke dann vorne im Fußbereich dann einzeln einmal nach oben klappen lassen und auch hier öffnen lassen, sodass man bequem reinkommt. In die Schränke. Das war auf der Beifahrerseite. Das gleiche auf der Fahrerseite. So, was auffällt bei diesem Fahrzeug bei Knaus ist das Fenster hinten im Schlafbereich. Auf der Fahrerseite immer Sonderausstattung. Bei diesem Modell fehlt es. Man kann allerdings, wenn Sie das Fenster wünschen, ohne Probleme dieses nachrüsten. Oben drüber haben wir Ablagemöglichkeiten. Hinten entsprechende Stauschränke. Nochmal einen Blick rein. Dann noch ein Ablagebrett und Lichtschalter. Typisch Knaus ist auch, dass wir hinten das Fenster in jede Position vernünftig öffnen können. So, da kann auch nicht der Wind hintergreifen. Eine sehr praktische Lösung. Selbstverständlich alle Fenster über Fliegengitter zu verdunkeln. Wenn man einen zweiten Fernseher haben möchte, käme der an diese Position. Und man kann mit dem Vorhang den Bereich nach vorne auch abdunkeln. Ins Bett kommt man über diese großzügige Stufen und man kann hier hinten
sehr bequem die Liegefläche erweitern, indem man einfach das Lattenrost rauszieht, die Leiter runterklappen lässt und dann dort noch ein kleines Zusatzpolster reinlegt, was sich aktuell in der Garage befindet. So, die Vordersitze sind runtergeklappt, die Sicherheitsgurte oben gelöst und dann kann man hier diesen Griff bequem reinziehen und geht sogar mit einer Hand bequem runterfahren. Wir haben hier auch noch einmal ein zusätzliches Dachfenster zum Lüften und hinten in dem Bereich entsprechende Leseluken und die Gummibänder lassen sich dazu nutzen, dass man dort auch mal was verstaut. Ganz einfach nach oben, man kann Bettwäsche drauf lassen, geht es wieder so und ins Bett hinein kann man übrigens bequem über diesen kleinen Hocker. So, jetzt haben wir hier ein weiteres Highlight, das Schwenkbad. Bequem per Labellentür zu öffnen, verfügt es über eine geräumige Banktoilette, oben drüber noch ein Spiegel, haben dort hinter Stauraum, werfen wir gerade mal einen Blick rein, da passt gut was rein. Und wenn man duschen möchte, geht es ganz einfach, hier den Wasserhahn beiseite, den Hebel da hinten umlegen, die Tür nach vorne und nun wird es praktisch durch diese Tür fixiert. Und man hat eine wirklich geräumige Dusche. Den Wasserhahn kann man rausziehen und entsprechend dann oben einhängen. Und oben drüber wieder ein Dachfenster zum Lüften. So, schauen wir uns die Ausstattungsfeatures einmal von außen noch an. 16 Zoll Alufelgen. Man sieht oben drüber eine große Thule-Markise. Die Exklusivtür, Außenbeleuchtung. Verbaut sind die klassischen Wohnwagenfenster. Das Gasfach hat einen separaten Zugang und Platz für 2x11 Kilo. Hier kann man natürlich noch eine Duo-Control nachrüsten. Garage, typisch bei Einzelbetten, großzügig gestaltet. Verzurösen sind schon dabei. Platz für die Markisenkurbel. Man kann den Raum großzügig gestalten. Man hat separate Boxen, wo man noch was verstauen kann. Auch Platz für 2 E-Bikes. Kommen wir zum Heck. Einmal das moderne Heck von Knaus mit den Ketteis-Rückleuchten, oben drüber die Rückfahrkamera, an den Zugang hier nochmal von der Beifahrerseite für die Garage. Verfügt auch mit über Zentralverriegelung. Und dann noch typisch Knaus haben wir hier die Serviceklappe, wo sich der Frischwassertank hinter befindet. Man hat dort Frostschutz-Spoilerventil, Fach für die Stromzufuhr und Ablassventil für Frisch- und Grauwasser. Sehr bequem gelöst. So, nun sind wir noch im Cockpit, haben hier Lederlenkrad, Lederschaltknauf, 160 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Navigationssystem, Klimaanlage, klassische, was man vom Ducato kennt. Verdunkelt wird hier über die Seiten und hier mit dem Vorhang. Auf der Beifahrerseite haben wir hier unten einmal nochmal Stauraum und man kann hier oben noch das Fach öffnen. Hat dort nochmal 2 Staufächer. Ebenso noch ein zusätzlichen Cupholder. Ja, Platz für 4 Personen und vor allem auch sehr komfortable Fahrer- und Beifahrersitze, die Agouti-Komfortsitze. Ansonsten eine hochwertige Ausstattung mit Sat-TV, Navi-Rückfahrkamera, all das, was man zum Camperherz braucht. Das Fahrzeug ist unter 90.000 Euro zu erwerben. Nähere Infos bei Thron Caravaning oder bei Caraworld.